Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch mal wieder ein bisschen was in Photoshop zeigen, wie ich letztens mein Bild bearbeitet habe, und zwar den M42, den Orion Nebel. Ja, steigen wir dann gleich ein nach dem Intro. Damit wünsche ich euch jetzt schon viel Spaß mit dem Video. Ja, hier ist quasi meine finale Version von dem M42, von dem Orionnebel. Der befindet sich momentan südlich über dem Horizont. Der ist nicht recht hoch, so maximal, ich glaube so 35 Grad Höhe steigt er maximal auf. Ja, und hier habe ich ihn eben fotografiert mit dem Lacerta-Apo mit 432 mm Brennweite und einer ASI 183 EMC Pro Kamera. Und das ist eben jetzt, wie gesagt, die finale Version. Das sind jetzt 5,7 Stunden Belichtungszeit mit jeweils 3 Minuten Belichtungszeit. Also ein Frame hat 3 Minuten Belichtungszeit gehabt mit einem Gain von 55 und davon eben insgesamt dann 5,7 Stunden. Und ja, das Problem immer beim Orionnebel ist halt dieser Bereich. Da ist es halt wichtig, dass dieser Bereich hier nicht ausgebrannt ist, dass eben der nicht überbelichtet ist. Ich zeige euch vielleicht noch kurz ein Bild out of cam, so wie es aus der Kamera kam. So, ich habe jetzt hier in Astropixel-Prozessor mal ein Bild out of cam reingeladen. Das ist jetzt, wie ihr seht, noch nicht die BIRD. Da müssen wir zuerst hier noch auf RGGB stellen und dann auch dieses Häkchen hier setzen. Und jetzt können wir es nochmal laden und dann ist es auch in Farbe. So, hier noch. So, jetzt ist es ein bisschen so grünstichig, dann muss man hier nochmal auf Neutralisieren klicken. Ja, so kam es quasi jetzt aus der Kamera raus und das ist jetzt aber auch schon eine Stretch-Vorschau. Und wenn ihr den M42 fotografiert, ihr müsst unbedingt darauf achten, dass dieser Bereich jetzt hier nicht überbelichtet ist. Und da gebe ich jetzt hier mal den Stretch raus. Also ich gehe jetzt hier auf No Stretch. So, und wenn ich jetzt hier mal ein bisschen reinzoome, dann seht ihr schon, jetzt ist hier eigentlich nichts überbelichtet. Den grünen Farbstich, den müsst ihr jetzt hier ignorieren. Das verschwindet dann später noch in der Bildbearbeitung, kann man die Farben hier noch dann zurechtrücken. Und das Einzige, was man eben jetzt hier noch ein bisschen an Überbelichtung hat, sind eben die hellsten Sterne hier. Aber die werden sowieso immer überbelichtet sein, weil halt die einfach sehr, sehr hell sind. Ja, und das solltet ihr eben dann auch wirklich immer bei jeder Aufnahme direkt kontrollieren, ob es auch nicht überbelichtet sind, die einzelnen Bilder in den hellsten Bereichen. Weil überbelichtete Bereiche, wenn die mal ausgebrannt sind, hat man dann halt später keine Chance mehr, dass man da an diese Bilddaten, an diese Details noch irgendwie rankommt. So, nach dem Stretchen, gehen wir jetzt hier in den Photoshop rein. So, nach dem Stretchen war es aber dann natürlich so, dass eben dieses Bild kam jetzt dann so direkt von Astropixel-Prozessor raus, nach dem Stretchen. Und da ist jetzt trotzdem dieser Bereich hier überbelichtet. Was habe ich dann gemacht? Ich habe halt dann noch eine zweite Version, ein bisschen weniger stark gestretcht, auch direkt in Astropixel-Prozessor. Das war dann dieses Bild hier. Das ist einfach ein bisschen dunkler, hier ein bisschen flacher, generell ein bisschen weniger Kontrast. Und diese beiden Bilder habe ich dann übereinander gelegt. Und zwar blenden wir jetzt das hier mal aus. Also das war jetzt, wie gesagt, eben hier dieses eine helle Bild, das hier. Und dann habe ich eben diese beiden Bilder übereinander gelegt und dann nur diesen extrem hellen Bereich hier mit einer Maske durchgezeichnet. Das heißt, aus diesen beiden Bildern habe ich halt dann dieses hier gemacht. Das sieht man eben jetzt hier. Dann habe ich als nächsten Schritt, habe ich mit dem Astro Flat Pro, das ist dieses Plugin, habe ich eben den Hintergrund noch ein bisschen, also den Gradienten ein bisschen rausgerechnet. Das ist hier dieses Plugin von Pro Digital Software. Als nächstes habe ich hier so Aktionen. Und zwar verwende ich eigentlich immer diesen Color Blotch
Reduktion. So, wenn man jetzt das hier mal anklickt, man sieht eigentlich, da ist nicht viel, wenn man so heraus ist, dann muss man ein bisschen reinzoomen. Ich zoome jetzt hier mal richtig stark rein und wenn ich jetzt hier nochmal den Schritt vorher nachher mache, dann seht ihr, vorher hat man so bunte Pixel im Hintergrund. Also da sind ein paar blaue, violette, grüne, rote, alles mögliche. Und wenn man eben das Color Blotch Reduktion durchführt, dann wird einfach die Farben werden ein bisschen minimiert im Hintergrund. Also das farbliche Rauschen wird dann minimiert. Mache ich eigentlich grundsätzlich bei jedem Bild. Dann habe ich das Banding habe ich entfernt. Der gibt es auch hier. Das Horizontal Banding Noise. Das gibt es eben auch bei diesen Astronomy Tools. So eine Aktion. Hier mal vorher, nachher. Seht ihr es? Ich zoome jetzt hier auch nochmal ein bisschen rein. Vorher, nachher. Also da seht ihr, es sind so Streifen drinnen. Obwohl ich eigentlich gedithert habe bei den Aufnahmen, sind dann trotzdem so ein bisschen Streifen drinnen. Man merkt es eigentlich kaum, aber wenn man es dann entfernt, merkt man es, okay, da waren doch ein paar. Ja, dann habe ich noch das Rauschen ein bisschen minimiert. Vorher, nachher. Tun wir noch ein bisschen weiter rein. Vorher, nachher. Aber eben nur beim Hintergrund. Das heißt, hier, wo es eh weniger stark rauscht, wurde eigentlich nichts gemacht. Das geht eben mit dem Deep Space Noise Reduction. Da wird eben wirklich nur der dunklere Hintergrund entrauscht und die helleren Gasnebeln werden eben dann nicht entrauscht. Was ich auch noch ganz gerne verwende, ist auch hier wieder eine Aktion und zwar den Local Contrast Enhancement. Das ist dann das hier. Und da habe ich aber, wie ihr jetzt hier auch seht, so eine Maske erstellt. Das heißt, an die Sterne, an den Hintergrund wende ich das normalerweise nicht an, sondern damit möchte ich halt nur diese speziellen Strukturen und Details von dem Gasnebel eben hier betonen. Also nochmal vorher, nachher. Vorher, nachher. Und da seht ihr vor allen Dingen hier, vorher, nachher, wie eben die Details ein bisschen besser zur Geltung kommen. So, was habe ich dann hier gemacht? Ah, hier habe ich dann nochmal die Details ein bisschen herausgearbeitet. Ich glaube, das war dann nochmal der Filter. So, dann bin ich in den Kamera RAW Filter reingegangen. Da habe ich aber dann nur selektiv, wie man eben jetzt hier sieht, nur in diesem Bereich nochmal versucht, das ein bisschen abzudunkeln und auch den Kontrast nochmal ein bisschen zu erhöhen. Ich glaube, da habe ich den Struktur- und den Detailregler ganz leicht angehoben. Dann habe ich eine selektive Farbkorrektur gemacht. Da habe ich halt hier diese Farben ein bisschen ins Rötlichere gezogen. Ihr seht, so ist eher ja, ein bisschen so braunrot. Und jetzt wird es halt mehr richtig rot. Und auch hier die Farben ein bisschen angepasst. Ja, hier dann nochmal das Ganze, nochmal ein bisschen mehr ins Rote gezogen. Da war ich dann, glaube ich, nochmal in den Kamera RAW Filter drinnen, wo es ja auch diese HSL-Einstellungen gibt, wo man eben die einzelnen Farben ein bisschen anpassen kann. Okay, dann habe ich hier nochmal den hellen Bereich nochmal ein bisschen abgedunkelt. Und zwar mit der Gradationskurve habe ich das gemacht, ihr seht jetzt hier. Da habe ich zweimal so eine Kurve gemacht. Und dann auch wieder eine Maske erstellt. Ihr seht, da habe ich jetzt hier nur das durchgezeichnet und bei dieser Maske nur diesen Bereich. Und dann hat man eben auch hier wieder diesen Vorher-Nachher. Dann habe ich noch eine Tonerkorrektur gemacht. Es war nur ganz minimal. Da habe ich, glaube ich, ja, die Grüntöne habe ich hier im 1 beim Tiefen angehoben, dass die Grüntöne noch ein bisschen rauskommen, also entfernt werden. Und das war es eigentlich auch schon, sonst sehe ich da gerade, habe ich gar nichts gemacht. Dann habe ich im nächsten Schritt genau die Sterne ein bisschen verkleinert. Dazu gibt es ja schon ein Videotutorial hier auf YouTube, wie ich das genau mache mit dem
dunkle Bereichen vergrößern und in ein Smart-Objekt konvertieren. Ja, als nächstes habe ich hier mit dem verflüssigen Filter die größeren Sterne dann noch ein bisschen verkleinert. Ihr seht, achtet mal hier auf diesen. Ja, hier habe ich dann nochmal den Grünstich entfernt, vorher, nachher. Dann merkt man es vor allen Dingen hier in der Mitte, vorher, nachher. Den Grünstich entferne ich mit dem von Deep Sky Colors, das HLVG. Mit dem Hasta La Vista Green heißt das Ding. Und dann hier meistens auf Medium, okay, und das war's. Also dann werden halt diese grünen Pixel entfernt. Ja, und zum Schluss dann nochmal ein Hochpassfilter. Damit kann man eben nochmal ganz eine feine Schärfe machen. Da lege ich auch immer ein Smart-Objekt an, das Ganze dann im Modus weiches Licht. Und ich zoome jetzt hier mal ein bisschen rein und dann hier nochmal vorher, nachher. Sieht man auch nochmal, wie eben einfach diese Details hier verstärkt werden. Ja, und das war im Grunde jetzt auch so meine Bildbearbeitung. Das ist übrigens auch so die Standardbildbearbeitung, wie ich es momentan bei den meisten meiner Astrobilder anwende. Also es kommt natürlich immer aufs Objekt drauf an. Wenn ich jetzt eine Galaxie fotografiere, mache ich wieder ein paar andere Schritte. Aber so im Grunde, was ich jetzt hier gezeigt habe, entstehen eben meine Bilder. Ja, was ich dann auch noch gemacht habe, in der zweiten Nacht war es zum Glück nochmal klar. Und dann habe ich es nicht sein lassen können und habe dasselbe Bild nochmal gemacht. Und zwar dann mit meinem Newton Skywatcher mit 1000 mm Brennweite und mit meiner Canon Vollformatkamera. Und da habe ich dann dieses Bildergebnis hier erhalten. Mal davon abgesehen, dass jetzt hier gedreht ist. Ich kann das Bild jetzt hier auch mal kurz drehen um 180 Grad. So. Merkt man natürlich bei Newton, man hat eben diese Spikes hier. Und das sind jetzt aber auch nur 90 Minuten Belichtungszeit. Das war eigentlich nur ein kurzer Test. Das sind eben wie gesagt 5,7 Stunden Belichtungszeit. Und für die 90 Minuten Belichtungszeit ist auf jeden Fall schon der Hammer, was da rausgekommen ist. Also man muss da gar nicht so lange belichten. Ja, das was jetzt hier schön ist, ich habe es ja letztens auch auf meiner Facebook-Seite gepostet. Die meisten haben gesagt, das hier gefällt ihnen besser, eben wegen dieser Spikes hier. Und ich finde auch, dass hier ein bisschen mehr Details zum Sehen sind. Vermutlich einfach auch durch die größere Öffnung von 200 mm. Der Apu hatte nur 72 mm Öffnung, also der ist einfach kleiner. Aber es hat auch Leute gegeben, die haben gesagt, dass denen dieses Bild hier besser gefällt. Also es ist wie bei vielem halt wieder eine Geschmacksfrage, was schöner ist. Ja, ich bin halt derzeit noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ich teste und probiere noch sehr viel und muss da selber erst noch drauf kommen, was für mich am besten funktioniert. Und ja, probieren geht über studieren, sage ich da immer. Und deshalb wollte ich das eben mal so testen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn es Fragen dazu gibt, ihr könnt es ja gerne drunter in die Kommentare posten. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das Video mit euren Freunden teilt. Gerne auch mit eurer Oma, der gefällt das Bild bestimmt auch recht gut, den Orion-Nebel. Und ja, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, ich wünsche euch sternenklare Nächte, macht's gut, bis ganz bald, ciao.